Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und wir sind hier bei Paragon. Ja, ein etwas anderes Spiel hier auf meinem Kanal. Wieso, weshalb, warum jetzt im Endeffekt das? Ganz einfache Erklärung, liebe Leute. Escape from Tarkov, darf ich euch kein Gameplay-Material zeigen. Das heißt, es bleibt mir relativ wenig, was ich euch immer darüber erzählen kann, weil außer Kleinigkeiten wie neuen Waffen, die jetzt implementiert wurden oder fertiggestellt wurden von der Skizzierung her und so weiter, ist da halt nicht mehr. Natürlich auch noch, aber wie euch vielleicht selbst auch schon aufgefallen ist, ist seit dem PTS auf den ganz normalen Servern relativ wenig los und arg viel Hacker. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viele Begegnungen jetzt in letzter Zeit wieder gehabt. So schlimm. Und heute hat es mich einfach so Rage quitten lassen, dass ich gesagt habe, pass auf, jetzt probiere ich mal wieder was anderes, um mal wieder runterzukommen. Und hier sind wir bei Paragon. Paragon ist ein MOBA, liebe Freunde. Und ja, so ähnlich wie League of Legends, zumindest ein Ableger in der Richtung, funktioniert von den Grundelementen ähnlich, ist aber dennoch auch sehr komplex und auch wiederum verschieden. Ich möchte euch das ein bisschen zeigen. Wir haben hier zum Beispiel bei meinem Profil. Und hier haben wir natürlich einmal zum Beispiel Helden. Helden schalten wir im Endeffekt auch mit Levelstufen frei. Und hier läuft das Ganze im Endeffekt nicht nach Artefakten oder was auch immer wir kaufen, sondern hier läuft es mit Karten. Ja, wir haben jetzt hier im Endeffekt ganz viele Karten. Oder beziehungsweise sehen wir hier alle möglichen Karten, die es gibt und die wir natürlich mit im Besitz haben. So, jetzt ist das Ding. Ich habe natürlich schon ein bisschen gezockt, deswegen habe ich schon ein bisschen mehr. Ihr seht, mir fehlt noch einiges. Und mit diesen Karten ist das eigentlich ganz cool, weil ihr könnt das selbst auswählen. Ihr könnt einmal mit Standard-Decks spielen. Ja, oder ihr stellt euch hier im Endeffekt Decks zusammen und probiert da ein bisschen aus. Ich habe zum Beispiel für Greystone 2 Decks. Ja, das eine 67% Attack so ungefähr, 29% Defense und ja 3% den anderen Kram hier wegen Mana und so weiter. Ihr seht, ich habe hier fast dasselbe, nur noch mal ein bisschen rumprobiert. Ihr könnt so viel rumprobieren mit den Decks. Ich kann euch das einmal ganz kurz zeigen, wenn wir hier jetzt mal reingehen. So, ihr würdet jetzt hier aus euren ganzen Karten im Endeffekt aktiv und passive auswählen und dann hier mit in eure mit in euren Deck reinknallen. Wichtig ist, ihr habt zum Beispiel bei den Karten hier unten 3 Slots. So, und diese Slots könnt ihr auch noch belegen. Das heißt im Endeffekt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal drauf gehe, habe ich hier exklusiv nochmal größere Angriff zum Beispiel mit verlinkt, dass ich das dafür nutzen kann. Ja, also ihr könnt hier, habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten, bis zu 6, die ihr dafür verbrauchen könnt. Allerdings halt auch immer nur so viel, wie ihr selbst an Karten habt. Das heißt, packt ihr jetzt größere Angriffe an und habt 0 von 7, könnt ihr das zum Beispiel auf dem Silbersperr am Ende nicht mehr verwenden, wenn ihr den nochmal reinnehmen solltet. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so das. So legen wir das im Vorhinein ja fest. So, und jetzt wollen wir einfach auf Spielen gehen, damit es hier auch langsam mal losgeht. Viel mehr kann ich euch zu dem Game, ich meine, ich spiele das auch bloß just for fun, das ist das, was ich bis jetzt so erlebt habe. Wir spielen Spieler gegen Spieler. Und dann geht es auch einfach mal wieder direkt los. Ich hoffe natürlich, dass ich Greystone erwische. Mit dem habe ich mir jetzt ganz gut eingespielt und ich habe vor allen Dingen das Deck, was ihr gerade gesehen habt, das habe ich mir gestern Nacht nochmal, nochmal zusammengestellt. Weil man wird ja immer schlauer und man denkt, dann probiert ja aus. Und jetzt will ich das Deck mal ausprobieren, ob das so ganz gut harmoniert während der Runde. Ja. Und es dauert hier ewig. Wir cutten hier mal. So, hier sind wir jetzt. Und dann nehmen wir jetzt nochmal Greystone, da ist er. Als Kämpfer anpassen und mit einem schicken Skin natürlich. Oder? Ja, der sieht gut aus. Sehr gut, haben wir Greystone bekommen. Greystone ist im Endeffekt natürlich ein Anfangscharakter, wenn man so möchte. Ich habe im Endeffekt selber ja relativ wenig Ahnung von MOBAs und auch von League of Legends. Und deswegen natürlich erstmal Standardcharakter. Und weil ich mit dem bisher am besten klarkomme. Ich habe schon mit Steel gespielt, also mit dem hier. Ist ja mehr der Tank. Und ja, also er macht ganz gut Bock. Aber ich kam mit Greystone wesentlich besser klar.
Gerade weil der Attack natürlich hier wesentlich stärker ist und er halt mehr als Tank fungiert und ja, ich kam einfach damit besser klar. An die anderen habe ich mich noch nicht so rangetraut, das muss ich noch machen. Bis jetzt ging der ganz gut, weil man hier natürlich relativ wenig zu beachten hat, deswegen auch Standardcharakter und ja, man muss erstmal klarkommen, nicht wahr? Wie gesagt, für zwischendurch optimal dauert ungefähr eine halbe Stunde so eine Runde. Und gerade wenn ihr mal für zwischendurch was spielen wollt, eine halbe Stunde, die hat man meistens mal drin. Und das macht echt Bock, also echt Laune. Die Grafik ist super, gerade mit der Unreal Engine ist das super gemacht. Und ja, ach, ganz zu vergessen, ihr seht selbst unten rechts, dass Paragon sich noch in der Open Beta befindet. Also ihr könnt natürlich jetzt auch, weil es auch so Free-to-Play sein wird, im Endeffekt spielen, zocken. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt, weil bis jetzt überzeugt es mich ganz gut. Das macht echt Spaß. League of Legends ist dann ähnlich, Aber ich finde, das hier hat bis jetzt irgendwie schon ein bisschen mehr Spaß gemacht als LOL. Einfach, glaube ich, aus dem Ding, weil ich aber auch hier meine Decks selber zusammenpacken kann, wie ich euch das schon gezeigt habe. Und das gibt einem pro Held so ein Feeling, weiß ich nicht. Im Endeffekt können andere die Karten noch nicht haben, die ihr bereits habt und habt dadurch einen gewissen Vorteil etc. pp. Also es ist irgendwo schon ein anderes Feeling. Ne? Also lasst mir doch mal in den Kommentaren, wenn ihr das Spiel schon gezockt habt, wie ihr das findet im Endeffekt und vom Zuschauer natürlich, was für einen Eindruck das für euch am Ende macht. Jetzt wollen wir erstmal genug geschnackt, ne? Jetzt warten wir den Ladebildschirm ab und dann geht's erstmal los. Partie beginnt. So, Standard. Kraft ausgewählt. So, mit G. Jetzt nehme ich mein Greystone Deck Nummer 2. Bestätige das. So, als erstes nehmen wir uns. Wir haben 3. Oh, wir nehmen uns mal als erstes den Sammler. Den Schub. Ne, den Heiltrank. So. Und notfalls noch den Schubsaft. Gut. Soll für den Anfang erstmal reichen, um erstmal ein paar Punkte zu machen. So, ja, ihr seht selbst schon, wir spielen das hier das Ganze in der Third Person. Ich gehe mal über die Mitte. Das ist so das Einzige, was am Anfang so ein bisschen fehlt, dass man die Wege abspricht. Also wer wo lang geht. Aber erfahrungsgemäß nehmen die Leute meistens die Mitte nicht. Und wenn man Pech hat, sind meistens hinten auch noch welche AFK, so wie die da hinten jetzt gerade. Ich hoffe, dass die gleich noch in Aktion treten. So. Ja, die Attacke hier, die erinnert euch unterpro an den Mainstream-Charakter aus LOL. Oh. Ja, Table Q. Ja, komm, 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 komm. Na komm. Ja, ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten, natürlich wegen dem Turm. Das funktioniert ja auch halt alles wie bei LOL. So, jetzt kann ich ihn so ein bisschen auf Distanz halten. Heilung immer zwischendurch rausknallen. Er selbst hat jetzt relativ wenig Chancen hier. Ah, jetzt habe ich einen Schuss abgekriegt. Warten. Und mal eine Heilung reinspritzen hier. Na komm. Ohne meine Minikickens sollte man das nicht machen, weil die kleinen Möpsis da, die ziehen euch doch schon ziemlich viel Lebenspunkte ab. Immer schön zurück.
Ja, jetzt sind sie zu zweit. Jetzt sollte man versuchen, den Rücktritt ein bisschen anzutreten hier. Nicht gegen zu viele. Scheiße, ich glaube, der verpieselt sich. Er verpieselt sich. Okay, dann machen wir das auch. Hier ist erstmal die Lage soweit benetzt. Wir können nämlich jetzt wieder ein paar Machtpunkte ausgeben. Seht ihr unten links an der nicht genutzten Macht. Jetzt teleportieren wir uns erstmal zurück zur Base. Hier werden wir aufgefüllt und jetzt kann ich hier im Endeffekt direkt erstmal was ausfüllen. Ich denke, ich werde als erstes mal das Amulett des Veteranen nehmen. Ja, physischen Schaden und Lebenspunkte. Ihr seht im Endeffekt, was hier ist. Und ich kann hier dann noch die größeren Sachen im Endeffekt mit ausrüsten. Das machen wir dann auch später im Verlauf. Upp. Erstmal wieder ein paar Punkte machen. Schnell dahin. Ja, diesen Laufboost im Endeffekt, den bekommt ihr immer, wenn ihr eine gewisse Zeit nicht im Kampf wart, wenn ihr so möchtet. Ja, achso, meine sekundäre Fähigkeit, die ich gerade mit Steuerung und E immer weiter pushe, was ihr unten rechts auch seht, das ist eine passive Fähigkeit und dadurch wird im Endeffekt, könnt ihr hier dann sehen, stoisch ist das passiv, meine physische Rüstung und ich kriege Leben dazu. Die packe ich am Anfang immer mit hoch, ist halt ganz cool, eine passive Fähigkeit, die mich im Endeffekt selbst noch ein bisschen hoch pusht, dass ich mehr aushalte. Immer gut. Oh oh, keine Leute mehr von mir. So, jetzt habe ich meine Ulti im Endeffekt auch ausgewählt mit der R-Taste. Meine Ulti gibt mir folgendes, und zwar seht ihr jetzt selbst, dass mein Drache da gelb blinkt. Das bedeutet folgendes, ich zeige euch das gleich. Wir probieren es einfach mal an diesem kleinen Herrn hier aus. Ja, er fühlt sich jetzt sicher. Gut, und das war's. Das ist die Ulti. So, weg ist er. Also ich lebe jetzt weiter, im Endeffekt. Das hat er jetzt im Endeffekt nicht gedacht, dass ich schon so weit bin. Und dadurch hat er einfach mal mit der Attacke ganz gut einen auf die Fresse gekriegt. Und ich lebe vor allen Dingen noch. Wir können uns hier weiter an den Turm machen. Beziehungsweise habe ich zu wenig Mendekickens hier. Ich muss auf die nächste... Die nächste Runde. Oh, wartet. Warten. Und mal einen Trank reinziehen hier. Wo sind die anderen? Rennt doch mal rein da. Nicht so auf Defense spielen hier. Scheiße. Ah, jetzt kommen sie zu zweit. Okay, pass auf, wir verziehen uns jetzt mal hier. Wo könnte noch jemand Unterstützung brauchen? Wir gehen nochmal mit darüber. So, hier haben wir im Endeffekt noch kleinere Felder. Da könnt ihr natürlich auch diese Zwischenmobs töten. Die geben euch im Endeffekt auch... so eine gewissen Elemente wie Wut oder Ruf des Feuers oder sowas. Und dadurch werden auch noch gewisse Special-Karten aktiviert. Beziehungsweise Attribute von diesen Special-Karten. So. Jetzt sind die hier. Die sind beide Level 3, das könnten wir aber hinkriegen, mein Freund.
Okay, der hat schon eine ordentliche Defense drauf. Das ist jetzt schlecht. Ihr seht selbst, ich muss mich jetzt mal ein bisschen verziehen gerade. Helfen wir mal eben. Kriegen wir. Oder auch nicht. Scheiße. Hat er sich jetzt wieder verzogen? Ja, hat er. Gut. Die sollten ja eigentlich weg. Ich sollte mich zurückziehen. Aber hier sind gerade so viele von uns. Kann ich noch ein paar Punkte abgreifen? Ah, hat sich wieder verzogen. Ah, fast. Fast hat er. Meine Ulti ist gleich wieder ready. So, meine Ulti ist wieder ready. Ich könnte jetzt ein Selbstmordkommando machen. Ich hab ihn noch bekommen. Leute, das war echt das Dämlichste, was ich hätte machen können, aber ich wollte den Typen down haben. Nicht nachmachen, normalerweise einfach besinnen, wieder zurückgehen, ein paar Punkte ausgeben und dann geht's weiter. Ich werde mal meine Standardattacke etwas aufwerten. So, und wir gucken jetzt mal hier rein. Ich habe nämlich 6 Punkte jetzt. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen was aufwerten. Ich würde jetzt am liebsten, ich muss jetzt mal kurz gucken, größeres Leben kann ich nehmen. Ich brauche aber definitiv auch mehr Attack. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erstmal die windschnittige Klinge nehmen. So, die windschnittige größere Angriff. Den haben wir auch noch mit dabei. Haben wir noch mit drin. So, das als allererstes. Und als nächstes werden wir dann wieder ein bisschen Leben da drauf knallen. So, wo sieht's aus? In der Mitte. Da müssen wir unterstützen. Wo? Rechts. Scheiße. Da kommt ihr zu spät hin, meine Freunde. Aber ich versuche mal in der Mitte hier ein bisschen aufzuräumen. Ja, ihr seht selbst, meine Angriffsgeschwindigkeit ist jetzt etwas hochgegangen. Das kommt durch die windschnittige Klinge. Hat sie als Attribut noch mit drauf. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Luft. Ein Stück zurück, wo der Turm mich anmacht hier. Ja komm, solange sie es noch nicht richtig mitgekriegt haben hier. Rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, los, 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 los. Mist, 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 Mist. Heilung reinziehen. Gut, ihr seht selbst, wir haben jetzt immer weiter Stufenanstieg. Das ist schwer zu übersehen, ne? Das glaube ich überhaupt.
Ja. Und wer geht's da? Wollte er jetzt einfach mal rankommen und probieren oder was? Oh Mann. So, das auch. Ja, wir bewegen uns jetzt schon richtig den rechten Pfad. Ah, scheiße, ja, die dringen rechts durch. Ich werde da mal mit unterstützen gehen. An enemy tower is under attack. An ally has been slain. Dominating. Das. Wo wollen wir uns jetzt sehen? Also Sammler, wir platzieren jetzt hier im Endeffekt einen Sammler, der für uns auch diese Punkte sammelt, beziehungsweise für das ganze Team. Sammler ist leer jetzt gerade. Na, komm her jetzt hier. An allied tower is under attack. Allied tower destroyed. Na, komm her. Jetzt traust du kleines Mädel dich hier wieder hin, ja? Weg ist sie. Das war jetzt schlecht. Ah, fuck. Boah, Leute, da darf man sich echt nicht so mitreißen lassen, wie ich das mache. Aber wie gesagt, MOBAs. Ich habe da noch keine Erfahrung mit, richtig? Also ich muss meine Wut hier unter Kontrolle bringen. Oh, nee. So, schnell Fertigkeiten ausrüsten. Am besten wäre halt auch noch, wenn ich ein bisschen Dings hätte. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Zeitbrand mal das Eisen. Ne, das ist Crit. Das ist Crit. Das will ich nicht. Ich habe das jetzt nicht ersetzt. Ich wollte es nicht ersetzen. Wo habe ich das Ding denn jetzt? Wunde. Kritische Trefferchance. Das ist doch scheiße. Jetzt habe ich Kacke gebaut. Fuck, Leute. Was soll denn der Schwachsinn jetzt? Hä? Jetzt kann ich das auch nicht mehr auswählen? Nein! Das war jetzt richtig dämlich von mir. Oh Gott. Amulett. Okay. Sperr des Rissjägers. Nehme ich mal. So, was haben wir hier drauf? Größere Wunde. Das ist auch kritische Trefferchance. Ich will keine kritische Trefferchance. Ich wollte Dings Blutungsschaden. Ne, beziehungsweise so, dass ich Dings dazukriege. Wo haben wir ihn denn? Ach, das ist er hier, ne? Der Silberspeer. Toll. Ne, ist er nicht. Fuck, wo habe ich das? Siehst du, man muss mit seinen scheiß Decks auch mal klarkommen. Gut, was haben wir jetzt? Jetzt habe ich was rausgeschmissen. Kann ich irgendwo Leben draufknallen? Nee.
Größerer Angriff. Hier war Leben drauf. Das ist richtig schlecht. Ablegen. Zeitstrudel. Den hau ich noch mit drauf. Grausame Kinetik hätte ich noch. Mache ich jetzt erstmal mit drauf. Noch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ich habe mir jetzt richtig verzockt gerade. Das war richtig dämlich. Sorry, Leute. Kann passieren. Darf aber nicht. Scheiße. Gut, Ulti ist schon wieder ready, dadurch, dass ich so lange gebraucht habe. So, wie sieht's hier aus? Mitte haben sie uns wieder zurückgedrängt. Da muss ich wieder mit hin. Weg. Gut. Wir porten beide zurück. Wir gehen jetzt die Mitte wieder ein bisschen frei machen. So, ihr seht selbst dieses Erz oder was auch immer wieder einsammeln. Das bringt uns links die Punkte. Oh. Komm, 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 komm. Ey, der ist so nah. Na komm, du versuchst es doch. Das sind ein paar kleine Ratten. Sag ich das. So, jetzt sind sie beide weg. Nicht der Ernst. Fuck. Und wegrennen. Tja, Rückzug antreten, muss auch mal sein. So, zwei, wir haben noch ein paar Tränke übrig. Nee, zu viele. Wo sind denn meine Loadings hier? Na, hier hängt er unten rum. Ja, die folgen mir. Warte, wo ist mein Typ hier? Sehr gut gemacht. Ja. Super gemacht, Mates. Einwandfrei. So läuft das. So stelle ich mir das vor. Ups, falsche Taste. Ich will halt erst bei 6 Punkten wieder zurück müssen, damit ich dann wesentlich mehr auffüllen kann. Enemy Tower destroyed. Wo sind denn unsere Untertornens? Unsere kleinen Minions, die müssen doch hier auch irgendwo rumrennen.
Schwarzer Buff. Schwarzer Buff. Ich mache jetzt mehr Schaden an Gebäuden. Das ist ein bisschen schlecht, dass ich jetzt den Buff gekriegt habe. Mach ihn kalt da hinten. Na los. Was war das jetzt? Oh, oh. Mein Überlebensskill ist schon wieder fertig. Ich habe aber 6 Skillpunkte. Was soll ich machen? Eigentlich muss man zurück. Noch ein bisschen einsammeln hier. Ey. Auch weg. Sehr gut. So, jetzt sind wir beim Inhibitor. Steht für mächtig große Turm. So, Inhibitor haben wir auch. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Kern. Links haben sie wohl auch ein bisschen was zu tun. Wir räumen mal hier weiter auf. Ob das noch Sinn macht, dass ich wieder zurückgehe? Nee, nee, so wollte ich mein Leben jetzt nicht verlieren. Fuck. Wegrennen. Wegrennen. Löt, 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 löt. Mit dem hinterher? Nein. Okay, kurz zur Base. Auffüllen und dann wieder her hier. Ah, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr zurück. Die greifen jetzt gleich den Kern an, liebe Freunde. Und wenn der Kern fertig ist, dann... Ja, dann ist eh vorbei. So. Was nehme ich denn? Zeitschrudel? Kinetik. Wir nehmen nochmal größere Kinetik. So, was haben wir hier? Größere Wunde, kritische Trefferchance. Größeren Angriff. Was haben wir hier? Auch nochmal größeren Angriff. Wir können auch nochmal den ablegen. Klinge der Härte mitnehmen. Ein Punkt noch. Das ist auch wieder Schwachsinn. Jetzt mit 2 Punkten kann ich da irgendwas holen. Habe ich da was? Gucken. Ich glaube, ich habe nichts, was ich mit 2 Punkten holen könnte. Oder? Nee. Und mehr Punkte werde ich hier nicht rauskriegen. Das heißt, ich lasse das jetzt erstmal so und renne da schnell wieder hin. So, ich kann im Endeffekt meine Angriffsgeschwindigkeit auf, was ich glaube, 0,5 Sekunden runter reduzieren. Und weiter geht's nicht. Deswegen habe ich mein Deck so gemacht, dass ich da dementsprechend auch bloß so viel von der Kinetik dabei habe. Ja, ich sag's ja, ich komme wahrscheinlich schon gar nicht mehr pünktlich hin da. Ey, lass mir was übrig. Wie viel hat er? 83, 80? Ja, ich krieg den Showdown wahrscheinlich mit. Nee, die könnten... The enemy core is under attack. Okay, wir müssen hier vorher doch noch ein bisschen aufräumen. Da sind 2. Wir rennen mal hier mit hin. Hilfe, Freunde! Freunde! Leute, seht ihr das? Ich muss hier weg. Ihr wisst das auch und ich weiß es auch.
Wo sind denn meine Typen? Die hängen alle da hinten rum. Nee, hängt die nicht. So, jetzt können wir wieder umdrehen. Jetzt mache ich auch wieder mit. Versprochen. Sehr gut. New skill rises. Ich finde die Stimme echt gut getroffen. Die hat auf jeden Fall was. Ey, sieht selbst schon, ich bin jetzt bei 0,7. Einmal Kinetik könnte ich noch mitnehmen. Dann wäre ich bei 0,5. Dementsprechend teile ich natürlich auch mehr Schaden aus. Na, da drüben hat er Probleme oder kriegt das selber hin? Ich feier, helfe mir mal da eben. Ja, und das war's, meine Freunde. Wusch. Tadam. Ja, meine Freunde. Das im Endeffekt war eine gute Runde. Das war Paragon im Endeffekt und ja, ihr habt selbst gesehen, was es ist. Habt auch 30 Minuten 37, also da war ich mit meiner halben Stunde gar nicht mal schlecht. Ihr seht jetzt im Endeffekt, was für Karten die anderen benutzt haben. Und ja, an sich ist es das erstmal gewesen. Lasst mir doch mal in den Kommentaren, wie ihr das Spiel findet oder wenn ihr selber zockt, wie ihr es im Endeffekt selber spielt, ob ihr Spaß dran habt, ob ihr sagt, pass auf, LOL ist doch besser. Wie gesagt, einfach mal ab in die Kommentare lassen. Ist eigentlich erstmal bloß was für zwischendurch. Vielleicht kommt es auch öfter, je nachdem, wie oft ich halt Bock habe, das hier zu spielen. Und ja, meine Freunde, das soll es denn für dieses Mal erstmal gewesen sein. Ja, hier wöchentliche Aufgabe noch, ist auch egal. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach mal ab in die Kommentare. Und für Tipps und so weiter bin ich natürlich auch total, ne, der Typ. Also ab in die Kommentare damit, alles was hilfreich sein kann. Ich kenne mich halt noch nicht so aus mit dieser MOBA-Reihe. Also, ab in die Kommentare. Wie oft habe ich jetzt Kommentare gesagt? Verfickte Scheiße. Er hat verfickte... Na, nein, liebe Leute. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und zockt nicht zu viel, ne? Ihr wisst, alle Stunde Pause machen. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, bin ich raus für heute. Und ich lasse natürlich auch wieder andere Videos kommen, wie ne, bei The Division. Da werde ich natürlich mich auch wieder hinterhängen. Ich spiele auch Armor wieder zurzeit. Da könnte also auch wieder schön was auftauchen. Und zu Escape from Tarkov werde ich euch natürlich alles Mögliche erzählen, sobald ich wieder Neuigkeiten habe. Wie gesagt, meine Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ihr seid meine Community, ihr seid geil. Also wünsche ich euch bis zum nächsten Mal erstmal was. Euer Gunshot.